Halt dich doch fest! Halt dich doch fest! Ah, bist du dumm! Was geht, meine lieben Freunde, und ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Part von Little Nightmares. Und wir haben geschlafen, wie es aussieht, und jetzt stehen wir wieder auf. Es tut mir leid, dass ein paar Tage kein Video kam. Ich muss leider sagen, dass ich... ja, genau das. leider noch ein bisschen krank war. Danke an Harry Let's Play, sein Kanal natürlich gerade unten in der Videobeschreibung verlinkt. Eben, und leider bin ich immer noch einigermaßen angeschlagen und ich hoffe, dass meine Stimme einigermaßen erträglich sein wird. Und ich würde sagen, probieren wir doch mal gerade weiterzumachen hier. Wo sind wir stehen geblieben? Gut, wir haben es durch diese elektrogeladenen elektrogeladenen Gitterstäbe geschafft. Und genau, wir waren an der Stelle hier, wo dieses Auge erscheint, was uns ja zu Stein verwandelt. Ja, genau. Okay, nein. Lauf, kleiner Mann. Oh. Okay. Ich hoffe, alles funktioniert so, wie es soll. Jetzt müssen wir noch mal kurz warten. Alles kein Problem für uns, denn wir sind flink auf dem Bein. Jetzt. Kein Problem, sehr schön. Da oben haben wir wieder eine Laterne, wo ich sagen würde, dass wir uns die doch gleich mal anzünden. Ich weiß ja nicht, ob das was bringt. So, sehr schön. Da oben haben wir noch was? Würde man da hochkommen? Ich weiß es gar nicht. Der kommt da nicht hoch. Nee. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass... Okay, wir kommen ja gar nicht da weiter. Das heißt, wir müssen tatsächlich irgendwie da hochkommen. Wie machen wir das am besten? Kleiner Mann. Da scheinen wir ja nicht hoch zu... Nee, wir müssen sicher nicht da vorne beim Auge irgendwo lang, oder? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die geht ja auch wieder aus, merke ich gerade. Wie gesagt, ich bin leider noch... Oh, da oben ist so ein Gewicht. Aha. Okay. Aber wir müssen einfach oben weiter. Sehr schön. Wie gesagt, ich bin leider immer noch ein wenig angeschlagen. Ja, und ich hoffe... Mal gucken, was hier hinten ist. Ich hoffe, dass das nicht zu unangenehm sein wird. Okay. Okay. Ey, wer, da ist was unter dem Bett. Wäre mir gerade zu viel, zeig mal her. Nee, da ist aber nichts. Komm. Hier ist wirklich nur... Hier ist wirklich nur das Bett, oder? Nichts zu holen, nichts zu machen. Hier haben wir nochmal so eine Vase. Wie wirft man nochmal? Nee. Wie wirft man die denn nochmal? Wir schauen schnell nach. Tut mir leid, das war mein Handy. Ich spiele aber mit Tastatur. Werfen mit Space. Ah, tut mir leid, dass ich das nicht mehr wusste. Wie gesagt, habe schon eine Weile nicht mehr gespielt. So. Also nochmal. Space. Genau, das wollten wir. Und jetzt würde ich sagen, begeben wir uns mal auf den rechten Korridor und schauen, was es dazu zu finden gibt. Ich frage mich, was hinter diesen, all diesen Türen ist. Aber reinkommen tun wir ja anscheinend nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Das Gewicht, was das bringt. Keine Ahnung. Egal, wir gehen mal weiter. Hallo? Oh, was geht denn hier ab? Ey, ist das dein Ernst? Wie duckt man sich nochmal? Einen Moment, schnell. Schnell gucken. Ducken, rutschen, Control. Okay. Oh, hat der lange Arme. Fick dich! Ist das dem sein Ernst? Oha! Wow.
Der scheint draußen zu sein. Wo geht's jetzt lang? Ey, ich hab Angst, dass der jetzt einfach wiederkommt. Vorhin, der war ja so leise. Wo müssen wir lang? Oh mein Gott. Müssen wir da hoch? Scheiße. Kann man hier hoch? Reicht das schon? Kommt der wieder? Halt, wir können ja hier. An den Gitter stehen, stimmt ja. Was war das für ein Vieh? Und jetzt? Nein! Sind wir tot? Okay, aber ich glaube nicht, dass der wiederkommt. Zumindest hat er uns nicht gesehen. So. Sorry, tut mir leid. Ganz cool bleiben. Okay, komm mal langsam runter. Ratten. Wenn ein Schiff sinkt, muss man immer dahin rennen, wo die Ratten sind. Weil die, glaube ich, immer den... Was geht ab? Bauchschmerzen. Der Kleine hat Hunger vielleicht. Kann das sein? Muss der was essen? Okay. Wir werden sehen, wir werden sehen. Da sitzt jemand. Junge. Oh, der gibt uns was zu essen. Wie nett ist der denn? Wir sind wieder bei Kräften. Danke, kleiner Mann. Okay. Mal gucken, was der uns so zu sagen hat. Ah, der kann gar nicht mit uns reden. Okay. Okay, okay, okay. Aber das Vieh vorhin, was war denn das für eine Missgeburt? Habt ihr die lang... Oh, da oben ist wieder diese Schleimviecher. Nee, die will ich überhaupt nicht sehen. Habt ihr das Ding gesehen? Mann, Mann, Mann. Müssen aber wieder die Stromdinger hier irgendwie ausschalten. Yep. So. Haha. Wir tun Tomb Raider hier. So. Sehr schön. Hier hoch. Hier haben wir erstmal wieder so eine Laterne. Ich nehme an, wir müssen dann darüber springen. Einmal bitte anzünden. Ah, einmal wieder anzünden. So. Und jetzt müssen wir darüber. Ja. Hoch. Und jetzt hier hochklettern, oder wie? Ah, sehr schön. Uiuiui. Ah, nee, den Sprung, den schaffen wir. Das fährt ja rüber. So. Da hätten wir noch eine Leiter. Wollen wir da mal hochgehen? Oder die geht... Ne, wir gehen die Leiter hoch. Ah, die bringt nicht viel. Wir müssen doch hier hoch. Da oben haben wir... Müssen wir das jetzt in dieser schnellen Zeit runter... Oh! Hoi, 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 pass auf, kleines Mädchen, du. Müssen wir das jetzt in der kurzen Zeit da hochschaffen?
Darunter meine ich, zu den Gitterstäben. Das wäre echt übel. Was bringt denn hier der Hebel? Sag mal her. Okay. Gar nichts. Kann nichts machen mit dem. Jetzt echt jetzt? Vielleicht von der anderen Seite? Oder muss ich erst den Strom ausschalten? Was muss ich denn machen hier? Ah. Was bringt das? Meint ihr? Ah, das kommt bis hier rüber. Okay, wir müssen schnell sein. Go! Go! Ah, nee, warte. Ah. Nochmal zurück. Wo war nochmal sprinten? Ja, genau hier. Okay. Go! Boah, sehr schön. Und jetzt da hoch, oder? Yes, wir kommen weiter, Leute. Wir kommen weiter. Ist doch alles kein Problem hier für uns, ne? So, oh, was haben wir hier? Oh, nee, wir müssen jetzt den Strom abschalten. Ich hoffe, der bleibt aber auch abgeschaltet. Kommen wir da hoch? Nee, kommen wir nicht. Kann man die Schubladen hier irgendwo rausziehen? Ja, kann man. Oder doch nicht? Ah, nicht alle zumindest. Welche gehen denn? Ich will doch nur da hoch. Ah, so. Ah, die muss man wie so eine Treppe, verstehe. Nein, 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 das reicht schon. Ah, so. Ah, nochmal raus hier. So. Und jetzt darüber wahrscheinlich springen, nicht? Oh, ich hätte mich festhalten sollen. Nochmal hoch. So. Eins, zwei, drei. Düpp, 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 düpp. Springen und halten. Ich hoffe, wir haben genug Zeit. Ja. Okay, hier haben wir. Oh, ein Gegengewicht zu dem, was da unten war. Ich nehme an, das müssen wir hier. Ja. Auch nicht mit runterfallen. Bringt das was? Oh. Hey, da können wir wieder so einen kleinen Spitzkopf befreien. Na, komm raus. Und jetzt? Ist irgendwas. Oh, aufpassen. Entschuldigung. Gut, da unten waren ja auch so elektrogeladene Gitterstäbe. Ich nehme an, dass wir da weiter müssen. Hey du. Nun gut. Schauen wir mal. Du, 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 du. Die Frage ist, wie wir da hinkommen. Das Ding fährt ja nicht mehr rüber. Oh! Das wollte ich nicht. Uiuiui, scheiße. Oh, wo starten wir denn jetzt? Aber nicht wieder ganz von am. Ah, nee, gut. Also nochmal schnell. So. Und hops. Wofür müssten wir eigentlich das Gegengewicht darunter werfen? War das nur dafür da, dass dass das Ding da hochkommt? Ist das überhaupt notwendig? Ich glaube nicht, gell? Nun denn, den befreien wir jetzt nochmal.
Und dann überlegen wir jetzt mal, wo es als nächstes lang geht. Hat es einen Grund, dass der da in der Ecke steht? Muss man da hoch? Nee, gell? Oder wartet mal. Nee, da kommt man nicht hoch. Ich bin überzeugt, dass wir dahin müssen, wo wir vorher waren. Da unten waren ja auch so Stäbe. Man sieht ja fast gar nichts hier. Kann ich hier was machen? Nee. Okay, dann springen wir mal. Hä? Wo ist denn... Okay. Okay, ich weiß was. Wir hangeln uns da runter, wo wir vorhin das Gewicht runtergelassen haben. Das müsste funktionieren. Das hängt ja an einem Seil. Das müsste garantiert funktionieren. Probieren wir doch mal. Komm mal hier durch. So. Und jetzt springen wir mal darüber. Wer hält sich daran nicht fest? Werde ich richtig sauer, aber so richtig sauer. Hey, halt dich doch fest! Halt dich doch fest! Ah, bist du dumm! Ja, aber an so einer Eisenkette, da kann man sich hochziehen. Oh. Hä? Ah, ich werd jetzt echt hier unten wiederbelebt? Okay. Wo? Ah, nee. Müssen die jetzt kommen? So, dafür sind... Ah, okay, gut. War jetzt doch nicht so schlecht gewesen. Es hat gespeichert, Leute. Ja, nee, okay, noch ein... schon wieder das Scheißteil hier. Was geht denn hier ab? Oh, nee. Wisst ihr was? Wir müssen sicher hinter dem Wagen herlaufen. Ich wette es mit euch. Oh. Okay. Das schaffen wir beim ersten Mal. First try, Leute. Jetzt gut aufpassen für diejenigen, die was lernen wollen. So. Shit. Nein! Oh, shit! Ah, da hat wirklich nur ein ganz klein wenig von unserem Hintern rausgeguckt hinten. Ah, verdammt. Ah, na gut. Ja, ich hab's verstanden. Ah, scheiße. Nochmal. Oh. Nein, nein, nein. Okay, jetzt aber. Darüber will ich es auf jeden Fall noch schaffen. Okay. So schwer ist das gar nicht. Okay. Oh, das Ding rollt ja schneller als ich. Oh, geschafft. Yes. Wir sind weiter. Okay. Du. Yeah. Als hätte ich's geahnt. Leute. Oh, nein. Komm hoch. Spring. Oh. Hey, war das knapp. Wo sind wir hier? Lauf schneller. Die Tür ist offen. Wir sind raus. Yeah! Leute, wir haben es geschafft. Wir sind im nächsten Kapitel, wenn es hier sowas wie Kapitel gibt anscheinend. Und ja, ich hoffe, euch hat der zweite Teil gefallen, trotz dass ich ein bisschen angeschlagen war. Nicht so schlimm, ne? Und ihr schaltet auch zum dritten Part rein, der wahrscheinlich dann auch wieder morgen kommen wird. Und bis dahin würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif und ciao, schönen Abend.